Hallo liebe Sportfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Heute aus der Sporthalle für Wirtschaft und Verwaltung. Und wir treffen uns heute zum Faustball. Das ist ein völliges Neuland für uns und deswegen haben wir uns den Abteilungsleiter geholt, Norbert Peiser vom ESV Schwerin. Erste Bundesliga Frauen, aber Faustball, was ist das eigentlich? Ja, Faustball ist für viele nicht so sehr bekannt. Faustball ist ein Rückschlagspiel, das auf eine sehr lange Tradition zurückgreifen kann. Also nur mal am Rande erwähnt, der gute Wolfgang von Goethe soll schon Faustball gespielt haben. Also es ist eine traditionsreiche Sportart, Rückschlagspiel. Wir haben 5 Spielerinnen bzw. Spieler pro Mannschaft auf dem Feld zu stehen. Wir haben in der Mitte ein Netz gespannt, das ist entsprechend der Altersklassen unterschiedlich. Bei den Frauen spielen wir über 1,90, bei den Männern beispielsweise über 2 Meter. Der Ball kann einmal aufprallen und wir haben Abwehrspieler, Zuspieler, Angreifer. Und wenn der Ball also nicht regelgerecht über das Netz zurückgespielt wird, ist das ein Punkt für die andere Mannschaft. Wir haben in den letzten Jahren hier in Schwerin eine recht gute Entwicklung im Faustball genommen und wir hoffen auch, dass wir heute in dem Spiel vielleicht einige Akzente setzen können und wir freuen uns auf die Begegnung heute. Ja, ESV Schwerin, ich sagte es, Bundesliga, was erwartet es heute? Gegen wen spielt der ESV heute? Der ESV spielt einmal gegen den Mitaufsteiger vom TSV Förde. Das wäre vielleicht eine machbare Aufgabe, wir sind also sehr gespannt. Und dann haben wir einen ganz großen Gegner vor der Brust, das ist der amtierende deutsche Meister, das ist SV Ahlhorn. Das wird eine ganz schwere Kiste werden für unsere Mädels, aber manchmal geschehen da noch Zeichen und Wunder. Und für solche Sachen wären wir zu haben. Ja, Schwerin selbst ist Neuling in der Liga. Was hat man sich vorgenommen? Das kann ja eigentlich nur ein Klassenerhalt halten, oder ist das eher Betriebsausflug erste Liga? Ja, es kann also sportlich gesehen nur der Klassenerhalt sein und wir werden alles dran setzen. Die gegenwärtige Situation ist zwar noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben bisher noch keine Punkte sammeln können, aber wir hatten bisher auch nur Auswärtsspiele und heute wollen wir den Bock mal umstoßen und zumindest 2 Punkte holen. Das ist das Ziel. Gut, dann wünschen wir dabei viel Glück und dann wollen wir uns das gleich mal ansehen. Wir beginnen mit ESV Schwerin gegen den TV Förde.